Neue Woche, neue Folge, lasse laufen. Und zwar bin ich im Urlaub, ich habe es euch bereits angekündigt, ich bin im Klettersteig in den Dolomiten, Tomaselli, schwieriger Klettersteig. Ich bin voll ausgestattet, wie man hier sieht, selbstverständlich, und ich werde das jetzt mal ausprobieren. Ich drehe an der GoPro. Die GoPro habe ich mir dieses Jahr weder bei Grover noch bei Giflex geliehen, sondern bei Otto Now. Außerdem habe ich mir für die GoPro ein Halterungen-Set von Neur gekauft, 51 Halterungen, unter anderem ein Gorilla-Tripod, da steht gerade die GoPro drauf, was fürs Handgelenk, was für den Kopf, ich habe auch was für den Brust dabei, zum Beispiel so eine Klammer. Und an meinen Wanderstöcken habe ich auch noch diese Halterung. Und damit versuche ich jetzt möglichst viele Einstellungen zu filmen und nehme euch mit in diesen Klettersteig. Solche einfachen Passagen gibt es im Tomaselli-Klettersteig eher selten. Stattdessen geht es die meiste Zeit steil bergauf, sodass man auch kaum Zeit hat, den Ausblick zu genießen, sondern der Blick stets auf die Wand fokussiert ist und man sich darauf konzentriert, Griffe zu finden und auch das Klettersteig-Set umzuhängen. Der Klettersteig macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Aber gerade am Ende wird es nochmal richtig steil und richtig anstrengend. Und man sieht vielleicht auch, dass ich wirklich fokussiert war und wirklich konzentriert war, weil ich schon ja, so ein bisschen Angst hatte. Ich stehe jetzt auf der Spitze und der Tomaselli-Klettersteig ist ein absolutes Träumchen. Es war der Knaller. Ihr solltet ihn wirklich nur machen, wenn ihr geübte Kletterer seid, weil er hat auch mich teilweise an Grenzen gebracht. Vielleicht hat man es auch im Video gesehen. Aber das Geile einfach bei den schweren Klettersteigen ist, da ist niemand. Da ist niemand. Man ist völlig allein. Hier ist niemand. Da drüben sind zwei Vögel, ansonsten ist hier nichts. Und was an den Dolomiten einfach super geil ist. Ihr seht, ich bin hier wirklich auf einem Gipfel. Also das ist einfach eine Spitze, auf der ich stehe. Und deshalb liebe ich die Klettersteige in den Dolomiten, weil man einfach auf so exponierten Punkten oben steht. Und wenn das so wie jetzt in meinem Fall noch einer der höchsten ist auf 2900 Metern, ist das natürlich ein zusätzliches Träumchen.